Wollen wir uns die Wäsche hier von ihr nochmal angucken? Nee, okay. Ja, dann können wir doch eigentlich gehen, oder? Dann gehen wir. Gehen wir. Ich habe genug gesehen. Was sollten wir hiervon halten? Hatte der Typ erst die Frau und dann sich selbst umgebracht? Das klang zwar absurd, aber eine andere Erklärung hatten wir nicht. Kane war wohl kaum in den Mord im Waschsalon verwickelt. Trotzdem musste es zwischen den beiden Morden eine Verbindung geben. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Die Alte lebt. Hat sie uns gefunden? Aber ich hab doch gar keine Unterwäsche an. Was? Alter, das ist voll gruselig, die Alte! Lukas! Oh Gott. Agatha? Agatha, sind Sie es wirklich? Ich dachte, Sie seien... tot? Naja. Ich versprach doch, Ihnen alles zu erklären. Und ich breche nie mein Wort. Hören Sie gut zu, Lukas. Die Zeit ist sehr knapp. Sie sind weder verrückt, noch ein Mörder. Oh, Gott sei Dank. Sie waren nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Warum gerade ich? Warum wollten Sie diesen Mann töten? Reiner Zufall. Irgendwer musste irgendwen töten, damit sich die Schlangenmünde öffnen. Sie sind weder der Erste, der für dieses Ritual ausgewählt wurde, noch werden Sie der Letzte sein. Aha. Aber wer hat mich diesen Mord begehen lassen? Wer hat sich im Restaurant zu mir an den Tisch gesetzt? Niemand kennt seinen wahren Namen. Man nennt ihn das Orakel. Er dient den Mächtigsten der Mächtigen. Sie agieren im Schatten, aber regieren die Welt bereits seit Menschengedenken. Sie kommen! Fliehen Sie, Lukas! Sie wollen sie töten! Queshnitlan! In der alten Maya-Zivilisation! Das kann Ihnen einiges erklären! Ja. Agatha? Agatha! Agathe Bauer! Oh oh. Och nee, ich habe nur zwei Lebenspunkte und. Ach du Scheiße. Schon wieder Quicktime. Wow. Super. Alter. Wow. Boah, trotzdem geschafft. Ich muss mich da immer so krass konzentrieren. Ich kann mich jetzt nicht mal kratzen. Oh nein. Wow. Muss ich kratzen an der Lippe, natürlich. Ja, mein Horst. Dankeschön, Dankeschön für den Horst. Danke, Horst, Horst. Schrecklich hat das eingesetzt. Ich finde das saugeil, dass er das gemacht hat. Okay, wir müssen uns beeilen. Ah, meine Lippe juckt. Wow. Alter, was geht denn hier ab, ey, in dieser Kirche? Selbst die Kirche ist verflucht. Warum wollen die uns töten? Warum? Warum? Was haben wir getan? Wir haben gar nichts gemacht. Ich will doch noch gar nicht sterben. Ah, wow. Schock. Nochmal. Wow. Wow. Ausgewichen. Danke fürs Horsten. Nein! Nicht! Nein, 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 nein! Mann, komm schon! Wir halten uns fest, oder warum? Was ist daran so anstrengend eigentlich? Okay, auf die Plätze. Wow. Geschafft. Festhalten! Lass uns nicht fallen! Ist das alles reell oder ist es jetzt wieder nur ein Traum? Und wir wachen jetzt auf gleich auf der Bank und dann kommt wieder... Lukas! Lukas! Oh Gott, ey. Renn! Renn, Digga, renn!
Oh Gott. Salto! Und jetzt stoßen die aneinander. Bäm. Die Tür auf und jetzt kommt der Bruder. Wow. Lukas, Lukas, wach auf. Ich wusste es. Was machst du hier? Was ist los? Die Polizei sucht mich. Ich konnte ihr entkommen. Ich irrte umher, ich wusste nicht wohin. Also kam ich hierher. Mein Gott. Diesmal musst du dich aber wirklich stellen, Lukas. Es gibt keinen anderen Weg. Ich stelle mich erst, wenn ich weiß, was hier vorgeht. Ich habe Agatha wiedergesehen. Hier, gerade eben. Sie ist zwar tot, aber sie hatte mir etwas mitzuteilen. Ich glaube, sie will mir helfen. Agatha ist tot. Willst du etwas sagen, du? Nein, ich habe Agatha nicht getötet, Markus. Sie war bereits tot, als ich eintraf. Aber du sagst, du hast mit einer Toten gesprochen. Das ergibt alles keinen Sinn. Etwas Seltsames passiert mit mir, Markus. Seit dem Mord gelingen mir unnatürliche Dinge. Ich habe Visionen bestimmter Vorfälle, bevor sie sich ereignen. Manchmal höre ich selbst, was Leute denken. Ich bin viel schneller und stärker geworden. Solche Fähigkeiten gibt es nicht. Du verwandelst dich nicht in einen Superman, Lukas. Und was willst du nun tun? Hier kannst du nicht bleiben. Die Polizei wird mich sicher verhören kommen und mich sicher auch beschatten lassen. Ich muss mir ein Versteck suchen. Ich werde gesucht. Und zwar sicher bald per Steckbrief. Zumindest weiß ich nun, dass es eine Erklärung gibt. Ich muss aufdecken, wer genau dahinter steckt. Sei vorsichtig, Lukas. Sie bringen dich um, wenn sie können. Nichts könnte schlimmer sein als das, was ich in den Visionen sehe. Lukas hat den Verstand verloren. Ich schütze einen Mörder. Aber soll ich etwa meinen Bruder verraten? O Herr, sag mir, was ich tun soll. Wir haben gerade die Gedanken von Markus gelesen, weil ich sie auch gehört. Tiffanys Wohnung. Bellevue-Anstalt? Interessant. Gehen wir in Tiffanys Wohnung mit Lukas, um uns da zu verstecken? Oder zu Carla Valentini in der Bellevue-Anstalt? Eure Entscheidung. Ich schenke mir mal was zu trinken ein. Möchte mal gerade... Ja, ich wollte jetzt mal nachgucken, wer alles zuschaut. So, das kann ich jetzt leider nicht. Also, wo gehen wir hin? Bellevue-Anstalt oder Tiffanys Wohnung? Das wäre jetzt die spannende Frage. Lukas, gell, ich finde es nämlich auch gerade spannend mit Lukas. Wir müssen gucken, dass sein Zustand wieder gut wird. Und deswegen gehen wir auf Lukas. Danke. Bringt die... Was? Ich wusste nicht, wohin. Ich war erschöpft und fürchtete, schon bald entweder an der Kälte oder vor Hunger sterben zu müssen. Ich hoffte, für ein paar Stunden in Tiffanys Wohnung Ruhe finden zu können, um neue Energien aufzutanken und zu entscheiden, was nun zu tun war. Ich war erst einmal in ihrer neuen Wohnung gewesen und erinnerte mich nur vage, wo sie genau lag. Aber ich war mir sicher, dass ich mich in der richtigen Straße befand. Okay, sind wir hier richtig? Hey Mann. Noch ein Obdachloser. Nein. Nein, ich darf nicht noch mehr. Oh nein. Oh oh. Die Polizei. Tiffanys Wohnung wird überwacht, logisch. Die haben sich schon gedacht, dass ich vielleicht versuchen würde, mich hier zu verstecken. Ja, wie sehe ich denn aus? Wie sehe ich auch fertig aus? Okay. Es sah so aus, als könnten wir hier an der Seite rein. Rüberklettern. So, ups. Ups. Im Ernst. Und rüber. Und runter und hoch. Als ob die überlebt. Ja, ich denke schon, dass sie überlebt. Hallo, es ist seine Ex-Freundin. Ich meine, würdest du deine Ex-Freundin umbringen wollen? Ach, ich töte die jetzt mal. So, irgendwie so. Da ist der Rabe wieder. Der Rabe ist wieder da.
Oh, die Polizei. Habt ihr es gesehen? Noch mehr. Ja, ich kann auch da jetzt nicht. Scheiße. Muss ich irgendwie umgehen. Hände hoch, Ken. Hä? Schön ruhig. Dann gibt's keine Probleme. Ah, oh nein, nicht schon wieder. Jetzt langsam die Hände. Schlimm ist dabei, dass er halt echt diesen Fehler da immer wieder hat. Man kriegt da dieser Spiel da nicht hin. Der hat echt Probleme mit diesem Spiel. Ich weiß nicht, wieso. Jedes normale Spiel funktioniert. Ja, aber das, ja, natürlich ist der Roboter und natürlich ist es ein Dings da drauf, aber ich muss es immer wieder neu starten. Ey, wir haben noch nie so viele Probleme gehabt wie jetzt bei dem. Aber jetzt geht's ja wenigstens schneller. So, runter und groß machen. Buff. Diesmal gucke ich jetzt aber nicht den Dings an. Okay. Ja. Wie soll ich jetzt hier machen? Hä? Was soll ich denn hier machen? Gehen die gleich rein oder? Okay, die gucken gerade nach da. Nein. Ah, okay, wenn die nach da gucken. Ja, okay. Wow. Nach da, okay, wenn die nach da gucken. Also, sich gegenseitig an. So, jetzt. Wenn ich gleich nach da rüber und dahin. Yes, bin an denen vorbei. Ja, nun? Soll ich jetzt hochspringen oder was? Ja, das ist schon geil, oder? Ach, wir klettern da jetzt hoch. Hier, Spider-Man. Spider-Man. Watch out. Hier kommt Spider-Man. Oh, so ein Superheldentag wäre auch geil, oder? Ein Superhelden-Stream. So Superhelden-Spiele zu zocken, so lustige. Das wäre auch ganz lustig eigentlich mal. Weil es gibt gar nicht so viele Superhelden. Uiuiuiui. Bewegung. Das ist ein Luxus, ja, das freut mich. Das freut mich wirklich. Auf die Plätze, oh oh. Oh Gott. Super. Bewegung. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Schaffen wir, komm. Schaffen wir locker. Auf die Plätze. Okay. Super! Bewegung! Beweg dich! Schneller! Wir müssen dahin! Los, 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 los! Wir schaffen es uns nicht! Wir sterben sonst! Stürzen ab! Und gleich kommen wir wieder auf die Plätze! Oh, ich wusste es! Oh Gott! Super! Gott, wir müssen uns beeilen! Alter! Oh Gott, wir sind gleich da! Komm, wir sind gleich da! Oh, oh! Das Ding geht! Oh! Alter, der kann doch da runterrutschen. Ey, so langsam wie der sich bewegt, das ist doch. Ist doch. Was hast du denn? Achso, ich habe ja schon gefragt, was du gestern alles gespielt hast. Das glaube ich dir. Hast du noch mit mehreren gespielt? Ich sag nur nope. 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 Aha. Ey, das ist doch jetzt Schindung hier, oder? Zack. Ah, an den vorbeigekommen. Easy. So, und jetzt... Achso, wir können nochmal hier gucken, ob wir eine Karte haben.